Hey zusammen, heute gibt's eine Minions-Torte. Meine Tochter hat Geburtstag und feiert die Minions total. Und deshalb gibt's eine Torte mit den Minions drauf. Und ich zeige euch in diesem Video einen richtig coolen Trick. Und damit bekommt ihr einfach jedes Motiv auf eure Torte. Ich zeige euch aber natürlich nicht nur diesen Trick in diesem Video, sondern ihr bekommt ein ganzes Rezept von einer Torte. Und als erstes backe ich ein Biskuit. Ich habe hier jetzt schon meine Eier, Vanillepaste und Zucker drin. Das schlage ich jetzt richtig kräftig auf. Und dann kommt Mehl und Backpulver drunter und dann kommt der Boden direkt in den Ofen. Also ein ganz einfaches Biskuitrezept. So, schaut mal, die Masse ist jetzt richtig gut aufgeschlagen. Dann hebe ich nach und nach mein Mehl hier unter. Ich mache jetzt erstmal die Hälfte rein. So, dann hebe ich das vorsichtig unter. So, und dann kommt der Rest hier rein. Und das wiederholt ihr jetzt nochmal. Und wenn sich alles gut vermischt hat und keine Mehlkrümchen mehr drin sind, kommt das hier in eine Springform. Die habe ich schon mit Backpapier eingeschlagen und lege das hier auf ein Backblech und fülle jetzt die Masse da rein. Das kommt jetzt in den vorgeheizten Ofen bei 160 Grad Umluft. Solange mein Boden backt, mache ich jetzt mit der Creme weiter. Es gibt eine deutsche Buttercreme und dafür braucht ihr Pudding. Und diesen Pudding, den koche ich mit etwas weniger Milch, aber ein Rezept schreibe ich euch natürlich unten drunter. Und ich habe den jetzt schon vorgekocht, damit der jetzt Zimmertemperatur hat und ich direkt weitermachen kann, weil sonst dauert das alles immer so ewig. Und dann brauchen wir noch zwei Butter. Und wichtig ist bei dieser Buttercreme, es muss alles wirklich Zimmertemperatur haben. Es darf nicht zu kalt oder zu warm sein. Also am besten den Pudding schon einen Tag vorher kochen und einfach in der Küche stehen lassen. Und auch die Butter einen Tag vorher rausholen und in der Küche stehen lassen. Ich habe meine jetzt ein bisschen zu spät rausgeholt. Meine sind noch ein bisschen kühl, aber das geht schon gut jetzt. Ja, also wirklich darauf achten, beides muss Zimmertemperatur haben. In meine Rührschüssel kommt jetzt die Butter rein. Also beide Packungen Butter da reinmachen. Diese Butter hier wird jetzt richtig schön in der Maschine aufgeschlagen, bis sie richtig cremig und weißlich wird. Schaut mal, so soll eure Butter aussehen. Und jetzt kommt der abgekühlte Pudding hier nach und nach rein. Also langsam laufen lassen und immer wieder ein bisschen was von dem Pudding rein. Und jetzt nochmal kräftig durchrühren. Jetzt schaut mal. Mein Biskuit ist inzwischen auch fertig und aus dem Ofen. Ist noch heiß. Und ich lasse das jetzt einmal auskühlen und dann schneide ich das einmal zurecht. Solange mein Boden auskühlt, mache ich alles für die Deko fertig. Und dafür braucht ihr ein ausgedrucktes Bild, ein Foto. Und ich habe hier jetzt einfach drei Minions nebeneinander gesetzt und habe das ausgedruckt. Und hier kommt natürlich gleich eine andere Schrift drauf. Und dann braucht ihr noch Klarsichtsfolie. Ich schneide das jetzt einmal hier durch, damit ich nur eine Folie habe. Weil zwei brauche ich nicht. Gerade schneiden kann ich auch nicht. Das muss jetzt aber auch nicht so genau sein. Und am besten schneidet ihr das ein bisschen größer als das Motiv, aber auch nicht zu knapp, weil sonst könnt ihr das nirgends halten. Also lasst unten gerne mal so 5 cm Platz und oben 5 cm Platz. Ich würde es jetzt auch nicht halt zu groß schneiden, aber auch nicht zu klein. Ich brauche eine andere Schere, die ist echt schlicht. So, schaut mal, ich habe das jetzt so zugeschnitten. Ich weiß nicht, ob man das richtig sieht. Ja, also ich habe oben ein bisschen Platz gelassen, unten ein bisschen Platz gelassen und auch an den Seiten. Und am besten druckt ihr euch das direkt farbig aus. Ich hatte aber keine Farbe mehr, deshalb schwarz-weiß heute bei mir. Aber so soll das dann aussehen.
Und wir bereiten jetzt kleine Spritztüten vor mit Backpapier und dann füllen wir da dann die Buttercreme rein. Ich habe hier jetzt insgesamt 6 Farben und ich brauche jetzt 6 kleine Tütchen. Und ich forme mir die, wie gesagt, aus Backpapier. Ich zeige euch, wie es geht. Es ist aber ein bisschen kompliziert und klappt oft beim ersten Mal nicht. Das braucht ein bisschen Übung. Aber ihr könnt ansonsten auch einfach fertige Plastikspritzbeutel benutzen. Am besten ein bisschen kleinere, nicht so große. Dafür nehme ich hier mein Backpapier und aus einem Backpapier kriege ich 2 Tütchen raus. Dann falte ich eine Ecke, das rollt sich immer so zusammen, ne? Dann falte ich so eine Ecke rein. Wie das sehen, so. Und dann schneide ich dieses Eck raus. So, dann habe ich hier so ein großes Dreieck. So, dann halte ich das Dreieck so. Und in die Mitte von diesem langen Streifen, ja, von der langen Seite meine ich, in die Mitte setze ich meinen Daumen und meinen Zeigefinger, nehme hier die erste Ecke und rolle die so runter. Das ist echt kompliziert, Leute, ne? Ich glaube, da muss ich echt mal ein extra Video von machen. So, ich habe das jetzt so einmal ein bisschen eingerollt, zur Ecke hin. Das ist so schwer. Und dann, das schaut man, halte ich das so. Und wickel das hier nochmal komplett und bring die beiden Seiten hier wieder nebeneinander. Und dann habe ich halt ein Tütchen. Ja, ich weiß, ein bisschen kompliziert. So, und wenn ich das jetzt so ein bisschen nach oben ziehe, die eine Seite, also das hier, kann ich mit dem Daumen da so ein bisschen hochziehen. Dann verschließt sich unten das komplett. Dann falte ich eine Seite rein und die innere Seite, die falte ich nach außen, damit das nicht aufgeht. So, ich weiß, kompliziert, aber da drehe ich euch vielleicht nochmal, wie gesagt, ein extra Video. Ich habe hier jetzt 6 Tütchen und jetzt brauche ich 6 Schälchen und da teile ich jetzt meine Buttercreme auf und färbe die jetzt einmal ein. Für die Deko brauchen wir nicht ganz so viel Buttercreme, deswegen reicht das eigentlich schon, wenn in jede Schüssel so viel reinkommt. Bei manchen sogar ein bisschen weniger, weil ich brauche zum Beispiel von Braun nicht so viel und ich brauche von Blau nicht so viel, deshalb mache ich da sogar nur so einen halben Teigschaber. Dann braucht ihr Lebensmittelfarbe, am besten hochkonzentriert, weil dann müsst ihr nicht so viel davon reinmachen. Und ich färbe die jetzt jeweils einzeln ein. Mein Boden ist jetzt auch ausgekühlt, also noch leicht warm, aber ich kann ihn schon schneiden. Und ich schneide jetzt oben alles schön gerade und dann teile ich den in 3 Bögen. Dann brauche ich hier eine Tortenplatte und der untere Boden kommt auch unten hin. Hier kommt jetzt eine Schicht Creme drauf. So. Verstreichen. Bei mir kommt dann noch eine Schicht Bananen drauf, weil die Minions lieben Bananen und meine Tochter auch. Und ich muss sagen, es ist eine leckere Kombi mit der Vanillebuttercreme und dem Biskuit und den Bananen. Und das wiederhole ich jetzt noch einmal. Ich habe hier jetzt noch mal ein bisschen Creme drauf geschmiert, damit der Boden oben nicht rutscht. Und dann kommt auch schon der letzte Boden drauf. So. Und jetzt streiche ich die Torte noch dünn ein. Ich habe
die Torte jetzt extra nur ganz dünn eingestrichen, weil es eine Buttercreme-Torte und ist sonst viel zu deftig. Und ich finde auch dieses Naked-Cake-Optik eigentlich richtig schön. Und ich stelle die Torte jetzt für 1 bis 2 Stunden kalt und in der Zeit mache ich meine Deko. Ich habe jetzt meine erste Farbe in ein Tütchen gefüllt und zwar schwarz. Ich fange immer mit schwarz an und fange hier mit den Umrandungen an. Wenn ihr dann mit einer Farbe fertig seid, dann macht ihr mit der anderen Farbe weiter und das dann einfach so lange, bis ihr das ganze Bild voll habt. Jetzt durch und wir drehen das jetzt einmal um und schauen mal, wie das geworden ist. Cool, oder? Schaut mal. Passt doch alles, super. Ich habe jetzt meine Torte aus dem Kühlschrank genommen und die ist oben komplett fest. Und ich nehme jetzt mein Motiv. Ich habe das nicht kalt gestellt, es ist alles noch sehr weich. Und das legen wir jetzt ganz vorsichtig auf die Torte. Ich muss es jetzt gut platzieren. So. Und jetzt streiche ich ganz leicht mit meinem Finger überall einmal drüber. Und so kann man auch ein paar kleine Lücken schließen. Aber wirklich nur wenig Druck. Und jetzt stellen wir die Torte noch mal mindestens 30 Minuten kalt. Ich habe die Torte jetzt wieder aus dem Kühlschrank geholt und wir ziehen jetzt die Folie ab. Und falls euch mal sowas passiert wie bei mir, das könnt ihr dann einfach mit der Buttercreme auffüllen und einfach glatt streichen. Dann nehme ich so ein Buttermesser. Und jetzt könnt ihr die Torte noch ausdekorieren, wie ihr wollt. Ich glaube, ich umrande das Ganze noch mal ein bisschen schwarz. Und jetzt könnt ihr die Torte noch ausdekorieren oder auch einzelne Sachen hier mit ausdekorieren. Ich glaube, ich mache den Popo jetzt ein bisschen rund. Da mache ich jetzt noch ein bisschen Creme drauf. Ich habe mich jetzt doch noch mal entschieden, die Minions zu umranden mit Schwarz. Das könnt ihr natürlich auch direkt auf der Folie machen. Ich dachte mir, ich mache es diesmal ohne, aber ich finde, das hebt schon ab, wenn das eine schwarze Umrandung hat. Deshalb mache ich das jetzt nachträglich. Schaut euch mal diesen Unterschied an. Auf jeden Fall sieht das viel lebhafter aus mit Umrandung. Und ich dekoriere die Torte jetzt auch noch ein bisschen aus mit so bunten Punkten. Soll aussehen wie Konfetti. So Leute, das war's auch schon. Ich bin mir sicher, meine Kleine wird sich mega darüber freuen morgen. Und ihr könnt, wie gesagt, jedes Motiv da drauf machen. Ihr müsst nichts modellieren. Ihr braucht nur ein bisschen Geduld und Geschicklichkeit. Also da müsst ihr euch wirklich viel Zeit einplanen. Und ja, ihr müsst aber sonst so nichts Besonderes können, um so eine Torte zu machen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem Rezept und ganz viel Spaß beim Backen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.